Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Pandora's Tower. Beim letzten Mal wurden wir mehr oder minder wirklich komplett reingeworfen in die Geschichte. Die Treppen führen aufs Dach und in den Keller, genau. Hier finden wir hin und wieder auch ein paar Items, deswegen wollte ich es mal gezeigt haben, dass dieser Ort existiert. Oder diese Orte, sollte ich vielleicht eher sagen. Gehört mit zum Observatorium. Das heißt aber auch, in dem Moment, wo wir hier rumrennen, passiert Helena nichts. Das ist halt nur ein Vogelnest hier. Der Ausblick zu den 13 Türmen. Je nach Tageszeit ist hier etwas. Ja, in dem Spiel gibt es Tageszeiten. Die spielen aber nicht unbedingt eine, ja, ich sag mal, zu extreme Rolle. Hier haben wir eine Lampe. Sie würde Helena gefallen. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, wir können Helena eine Lampe schenken. Hier haben wir die Kraft der Kette, ein Text. Texte werde ich vorlesen, ist ja klar. Die Oraklos-Kette ist der Schatz unseres Volkes, weitergegeben von Generation zu Generation. Die dieser mächtigen Kette innewohne Macht wächst stetig. Sie ist das Fundament aller Talente und geheimnisvollen Fähigkeiten unseres Volkes. Ihre Macht ist allerdings nicht mehr so groß wie einst. Und wir können sie nicht mehr so einsetzen wie einst unsere Vorväter. Damit die Vestria wieder zu altem Ruhm finden können, muss die Kette erneuert werden. Okay, also ist die Kette schwächer, als sie eigentlich ist. Zumindest momentan. Ja. Auch im Keller hin und wieder sind da neue Sachen zu finden. Also würde ich empfehlen, hin und wieder mal nachzusehen. So, wo du stehst da noch? Sehr schön. Is anything the matter? Ja, wir haben einen Gegenstand, den wir ihr schenken können. Wir können ihr auch prinzipiell... Prinzipiell kann man ja alles schenken, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber in dem Fall schenken wir jetzt natürlich die Lampe. What a beautiful lamp. I can't wait to see what it looks like when it's lit. It's such a warm light, don't you think? Huh? Thank you. This'll add some cheer to the evenings. Ja, das hat jetzt die Zuneigung erhöht. Das sieht man vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist halt so, glaubt's mir. Ich weiß, das sieht man am Anfang überhaupt nicht. Das war immer sehr frustrierend für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man natürlich möchte, dass man was sieht, aber man sieht halt am Anfang nicht viel davon. Und hier können wir Mafda rufen. Make yourselves at home. You'll be here for a while. You can't afford to wander too far. The army will be looking for you. Sie verfolgen uns immer noch. Without doubt. But you're safe here. Wo genau sind wir? This was the observatory the Illyrian army used to keep an eye on the 13 towers. But no one uses it anymore. I doubt they'll look here. Schon verstanden. Quick on the uptake, aren't you? Well, that's how things stand. Well, well, it looks like you have some reading material. I'll buy that off you if it's all right with you. For this kind of information, I'm prepared to pay you this much. So it's time to open for business. Ja, Mafda wird alles, was wir zum Lesen haben, wird's uns abkaufen.
So, da seht ihr, wir können theoretisch die Waffe verstärken. Dafür bräuchte ich jetzt aber noch ein Item, was ich nicht habe. Oder hier, ein Item, was ich nicht habe. Oder da, noch ein paar Items, die ich nicht habe. Bei jeder neuen Stufe, die ein etwas größeres Kügelchen da oben hat, würden wir eine neue Kombi-Attacke lernen. Ansonsten würden wir eben nur die Waffe verstärken. Wir können auch mit Gegenständen andere Gegenstände herstellen. Ich könnte zum Beispiel ein Amulett herstellen. Wir könnten Nymphenwasser herstellen. Das Gute ist, es ist komplett umsonst, Sachen herzustellen. Mit Nymphenwasser und einer Nymphenbeere kann ich dann auch nochmal Medizin herstellen. Damit habe ich dann einen Heiltrank hergestellt. Wenn ich das hier machen könnte, wäre ganz schön, aber dafür habe ich jetzt nicht die Sachen. Wir können auch Sachen kaufen. Reparieren kommt später. Items können kaputt gehen. Damit meine ich aber auch wirklich alles. Es kann die Medizin kaputt gehen, es kann eine Nymphenbeere kaputt gehen. Ich weiß, es klingt sehr, sehr merkwürdig, aber das ist tatsächlich so die Sache. Alles, alles kann kaputt gehen. So, wir kaufen Blumensamen. Ernte des Grauens. Seit dem Erntefest ausgebrochenen Chaos treiben die wildesten Gerüchte ihre Blüten. Eines ist ihnen allgemein. Sie handeln von einem Mädchen, das zur Bestie wurde. Die Sängerin des Fests soll sich in ein Ungeheuer verwandelt haben, das vor der versammelten Menschenmenge seine gefährlichen Zähne gebleckt habe. Die Armee von Illyrien schweigt, seitdem verlautbar wurde, es habe keine Verletzten gegeben. Allerdings jagt man inzwischen unter Hochdruck hinter dem Mädchen und ihren Begleitern her. Was wohl die wahren Hintergründe sind? Farewell for now. Ja, Mafda versorgt uns mit Informationen von außen. Dadurch, dass das Hauptspiel nun mal hier stattfindet. That lamp you gave me gives off a lovely light, Aaron. I'll never tire of looking at it. Das ist Don't schön. Do anything stupid out there, or... Geht ihr wieder herstellen? Geben wir ihr die Blumensamen. Thank you, Aaron. I'll try sowing these right away. Let's hope we get some pretty flowers soon. Mavda told me that the Oraculous Chain is not yet at its peak. It used to be even more powerful, it seems. Still, it's doing a good job of protecting you, Aaron. So I'm very grateful for it. Okay. Jetzt haben wir schon ein wenig, ja, die Zuneigung gesteigert. Ich sag direkt, wer das erste Ende relativ früh sehen will. Ich glaube, nach dem 6. Turm. Der sollte Helena behandeln wie Dreck. Das klingt jetzt grausam, aber nur dann bekommt ihr eines der Enden freigeschaltet. Das werde ich jetzt in dem Durchgang hier nicht machen. Aber das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, diese Anzeige da unten zeigt, wie weit der Fluch vorangeschritten ist. Wir sollten uns also beeilen. Sobald wir in den Türmen sind, fängt diese Anzeige natürlich an zu arbeiten. Also da müssen wir drauf achten. Sobald wir ungefähr hier sind, ist der Fluch am stärksten. Das wollen wir nicht. Dementsprechend werden wir uns also verhalten, dass wir relativ zügig hier durchrennen. Na Gott, hat er meinen Schutz gebrochen. So, bei größeren Gegnern, da könnt ihr theoretisch, ich kann jetzt zum Beispiel seine Beine nehmen und an den Beinen ziehen. Hin und wieder, kommt immer drauf an, was genau es ist, bekommt ihr dann auch anderes Fleisch, andere Wertgegenstände. Da ist ein bisschen rumexperimentieren sehr praktisch.
bei den Bienen lohnt es sich zum Teil, sie halt, wie gerade gezeigt, mit der Kette zu bearbeiten. Ich kann die auch hierher ziehen zu mir. Das ist einmal ganz praktisch. Um dann erst zu ziehen. Ja, da steht es gerade. Gegenstände sind abhängig vom gezogenen Körperteil. Laubschattenblüte. Heute begann mein Einsatz in den 13 Türen. Mein Auftrag bestand darin, der Armee Lebensmittel und Medizin zu liefern, damit das Material in sogenannten Laubschattenturm gelagert werden kann. Während ich die mir zugewiesene Kiste transportierte, sah ich eine Reihe merkwürdiger und verblüffender Dinge. Erst sah ich, wie ein riesiger Baum von oben nach unten wuchs, während seltsame Dornen aus den Ästen trieben, die sich bewegten wie Würmer. Je weiter man im Turm nach oben vorstößt, umso wundersamere Anblicke bieten sich dem Auge. Mit so befremdlichen und wunderbaren Erlebnissen habe ich nicht gerechnet. Ich denke, dieser Auftrag wird mir Freude bereiten. Das freut mich dann für den Typen, wenn ihn das freut. So. So, mit C. Ja, hier hätten wir Quecksilber, sehr praktisch. Und das hier ist... Das kann ich jetzt auch theoretisch direkt ausnutzen. Das wird man lernen zu lieben, solche Abkürzungen. Hier kommen wir direkt wieder in der Haupthalle raus. Damit habe ich im Prinzip gerade eine Abkürzung mir gebaut. Und ich müsste jetzt nicht rausrennen, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich müsste jetzt nicht rausrennen, aber wir machen es einfach mal. Nur zum Demonstrieren. Aber ich gebe ehrlich zu, wir müssten in diesem Fall nicht aus diesem Turm rausrennen, denn wir haben noch massig Zeit dafür gehabt. Aber das Problem ist, das werdet ihr vielleicht sehen, kommt drauf an, ob das nicht sogar schon noch zu wenig ist. Das Bestienfleisch ist, ja, je höher die Qualität des Fleisches, desto mehr genießt Helena. Es ist die schlechteste Version von Heilung, die es gibt davon. Das läuft auch unter Geschenk geben. I've got to eat it, haven't I? Yep, leider. Ich werde wahrscheinlich später mal anfangen, die Dinger zu überspringen, je nachdem. Aber ich denke mal, so lange dauert es ja eh nicht. Man sollte aber meinen, so wie sie dabei aussieht, was ich ja verstehen kann, würde sowas eher negativ sein. Listen to me well, Aaron. Now, your main task is to find that master flesh. But be aware that the clock is always ticking in the towers. And the curse, if you leave Elena too long, she may never be human again. Should you run low on time when seeking master flesh, return with servant flesh. I've arranged it so that chain of yours will let you know how Elena is getting along. Press on to the master's chamber, but always keep an eye on how Elena is doing. You may have to pay more than one visit to some of the towers. Well, well, I'll buy that off. Gut, das kann ich jetzt überspringen. Sind sehr interessante Informationen. Das ist zufällig Quecksilber, was ich brauche. Ja. Seems that went well. Damit haben wir schon ein etwas stärkeres Schwert. Finde ich gut. Wem wundert das, dass ich das gut finde. Ja, wie ihr seht, dieses Fleisch, was wir ihr gegeben haben, hat fast keine Auswirkungen auf den Kreis da unten. Deswegen weiß ich nicht, wie sie sich vorstellen, dass ich da 20.000 Mal durch den Turm renne. Deswegen ist dieser Turm eher darauf konzipiert, als Tutorial zu fungieren und relativ schnell durchgespielt zu werden.
Weil das ist ein Millimeter auf der Anzeige mit dem Fleisch. Und das... Naja, hilft halt nicht. Wenn man mal so ehrlich ist. So, ja, Abkürzungen bleiben bestehen. Das heißt... Ich muss zum Glück nicht hin und her rennen. Ja, und da seht ihr, die Kette ist meiner Meinung nach mitunter das stärkste, ja, Item-Gerät, was wir haben können oder haben werden. So viel muss ich mit Schwert überhaupt nicht kämpfen. Man könnte, aber man muss nicht. Das ist ein aufgeladener Angriff gewesen. Für diejenigen, die es interessiert. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hoch möchte. Was bist du? Ich erinnere mich nicht mehr an dich, aber du bist ganz schön groß. Scheinbar ein Bienenstock. Ah. Alles klar, kein Problem. Zack. Etwas größere Gegner. Aber noch nicht so das Problem. Wobei ich jetzt natürlich aufpassen sollte, dass ich nicht die ganze Zeit mich von den Bienen stechen lasse. Wenn ihr mal nicht an den Körpern ziehen wollt, weil ihr wisst, da kommt eh nichts bei raus, ist das auch nicht schlimm. Wovon wurde ich jetzt attackiert? Ja, danach habe ich gesucht. Dieser Bienenkörper da drin ist im Prinzip der wahre Gegner. Ist natürlich toll, dass ich mal wieder das erst finde, wenn ich gerade beim letzten Teil bin. So. Kräftig ziehen, das ist unten diese Leiste, auch sehr schön zu sehen. Und noch steht es. Noch steht es. So, nasses Fleisch ist definitiv besser. Nasses Fleisch ist, ja, von der Qualität her besser als das Bestienfleisch. Muss man mal gesagt haben. Laubschattennebel. Die Armee hat sich vor 3 Tagen vom Turm zurückgezogen. Danach musste ich zusehen, wie ich am besten den Bestien ausweiche, die hier überall frei herumlaufen. Ich begab mich in den Lagerbereich auf der ersten Etage, wo ich hoffte, Lebensmittelvorräte zu finden. Als ich aber dort ankam, bot sich mir ein äußerst merkwürdiger Anblick. Ich sah ein Ungeheuer, das im purpurroten Nebel gehüllt war und sich am Sekret einer anderen Bestie labte. Ich lief schreiend weg. Zum Glück folgte sie mir nicht. Vielleicht waren die Bestien ja zu sehr mit sich beschäftigt oder sie wollten ihr Revier nicht verlassen. In jedem Fall ist klar, dass es hier alles andere als sicher ist. Ich muss andernorts nach Nahrung suchen. Tja, dann soll der mal machen. So, hier seht ihr, sie geht nicht auf. Ich brauche wohl einen Schlüssel. Diesen Schlüssel gibt's, meine ich, nur in New Game Plus. Da werde ich dann mal später drauf eingehen. Aber es hätte sich nicht gelohnt, mit New Game Plus hier anzufangen, denn mal ehrlich, dann wäre ich überpowered ohne Ende. Oben haben wir einen neuen Gegner, eine Art Blume. Die habe ich jetzt zu Tode gezogen, wenn man so möchte. Und man möchte so. Denn das ist eben Tatsache. Ziehen tut ihr übrigens Gegner mit dem C-Knopf. Da zieht ihr dann an den Gegnern. Das kann man bei ihm auch machen. Ich kann mir seinen Kopf nehmen. Und dann einfach eiskalt den Kopf ziehen.
tut den halt auch nicht unbedingt gut. Na, kann ich den so treffen? Ne, nicht unbedingt. Und da haben wir gerade ein Level-Up bekommen. Das sieht man halt nie so gut, weil es einfach nur gesagt wird. Aber wir haben ein Level-Up bekommen. Wir sind jetzt ein bisschen stärker. Das ist auch immer schön so. So, das nächste Mal, wenn ich hier rausgehen sollte, würde ich einen Cut machen. Mal sehen, wie es läuft. Morgen habe ich den Auftrag, die Forscher zu bewachen, ihnen die Wespen vom Leibe zu halten und sie zum Nest zu führen, damit sie es untersuchen können. Bei ihren Untersuchungen müssen die Forscher zu dem Schluss gelangt sein, dass sich etwas Wichtiges im Wespennest befindet. Unser Ziel besteht darin, zu entdecken, worum es sich dabei handelt. Was allerdings nicht einfach ist. Die Wespen in der Nähe des Nests sind unter Umständen lebensgefährlich. Ich habe einen der Forscher gefragt, ob es das Risiko wert sei. Er entgegnete, dass jeglicher Fortschritt bei der Untersuchung unser Land weiterbringen könnte. Und dass wir immer weitermachen müssten. Wissen könne die Welt verändern, meine er. Der Blick in seinen Augen war derselbe wie der, den man bei den Soldaten auf dem Schlachtfeld sieht. Ha. Er wundert mich nicht in so einem Turm, dass selbst die Forscher dann so einen Blick drauf haben. Ha. So, da haben wir gerade ein Kriegeramulett bekommen. Ganz interessant. Jetzt sollen wir uns damit ausrüsten. Wir können alles drehen, was wir wollen. Packen es rein, haben mehr HP. Ist ganz nett. Würde ich mal behaupten. Von daher, danke Spiel. Metallstück. Schön. Ja, ihr merkt, wir sind immer noch nicht aus diesem Tutorial raus. Oh Gott. Au, 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 au. Ah, sehr schön. Also ihr könnt mit C ziehen. Oder ihr könnt prinzipiell auch einfach laufen, allerdings ist tot. Sehr schön. Ja, das war die... Durch das Level-Up haben wir definitiv dem Nest mit einem Ruck mehr Schaden zugefügt. Deswegen lief das so schön. Da gerade wieder ein Schlüssel vonnöten war, müssen wir hier jetzt so hoch... Ziehen, einfach ziehen, einfach ziehen, zack. Pflanzen halt, wen wundert's, ne? Pflanzen sind jetzt nicht unbedingt der Gegner, den wir hier fürchten müssen. Zack. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr denen trotzdem nicht volle Kanne in den Weg rennt, denn sie können ja angreifen und das wollen wir dann auch nicht. Na, ein merkwürdiger Anblick. Da wächst ein riesiger Baum verkehrt herum. Erledigt. Neun Leot. Ha, schön. Als würde mit neun was bringen, aber... Hey, was soll's? Aus dem Brunnen schießt kristallklares Wasser. Davon zu trinken kann nur gut tun. Ja, hin und wieder sind die Brunnen nicht aktiv, so wie der hier, aber da der gerade aktiv ist, konnten wir uns hier netterweise einfach mal eben frei heilen. Laubschatten essen. Als ich hörte, wir würden Pflanzen untersuchen, habe ich sofort meine alten Gartengeräte geholt. Aber sie haben sich nicht als nützlich erwiesen. Das ist keine gewöhnliche Pflanze. Da sie beweglich ist und Beute jagt, würde ich sie nicht als Pflanze im engeren Sinne bezeichnen. So wie sie jede Beute, die man ihr vorwirft, hinunterschlingt, erinnert sie mich eher an eine hungrige Bestie. Nach dem Fressen wird sie ganz ruhig, wie unser Hund.
Das Einzige, woran sie einer Pflanze gleicht, ist ihre nächtliche Trägheit. Wie normale Pflanzen braucht auch sie Sonnenlicht. Es gibt noch viel zu erforschen. Mögen unsere Untersuchungen in die Geschichte der Botanik eingehen. Ja, mögen seine Forschungen in die Geschichte der Botanik eingehen, wenn er das unbedingt möchte. Da haben wir Heilmus bekommen. Kann ich das zufällig auch einfach aufheben? Ja, wenn ich richtig stehe. Silbermünzen interessanterweise sind keine Währung. Und hier haben wir sowas wie unser erstes schweres Rätsel. In Anführungszeichen. Die Siegelketten. Die Kette versiegelt die Türen zu den Kammern der Meister, sodass die mächtigen Bestien hier kein Chaos anrichten können. Dies ist aber keine gewöhnliche Kette. Sie wurde mit einer speziellen Technik hergestellt, die nur unser Volk kennt. Wie sehr ihr es auch versucht, ihr könnt sie nicht sprengen. Ein Ende der Kette ist an der Tür zur Kammer des Meisters befestigt, während das andere mit dem Boden der einzelnen Türen verbunden ist. Um sie zu lösen, ist es erforderlich, diese Verbindungspunkte zu zerschlagen. Aus Gründen der Sicherheit sind die Räume, in denen sich die Verbindung der Siegelketten befindet, über alle Türme verteilt. Der Zutritt zu ihnen ist nur über versiegelte Türen möglich. Die Armee hat die Schlüssel für diese Kammer. Aber ihr könnt auch unsere Kette verwenden, um den Griff zu betätigen und sie zu öffnen. Die Armee versprach, unserem Volk noch eine Chance zu geben, aber wer weiß, ob man dem trauen kann. Genau deshalb haben wir dafür gesorgt, dass wir die Meister jederzeit wegsperren können. Klingt sinnvoll. So, wir können mit der Kette klettern, auch sehr praktisch. Den Rest vom Klettern macht er zum Glück komplett alleine. Das ist diese Siegelkette, von der gesprochen wurde. Sehr schön zu sehen. Und das wäre die Tür zum Gemach des Meisters. Du hast doch gerade gelesen, dass wir mit der Kette da nicht reinkommen. Die Tür ist zugekettet. Ich muss sie irgendwie aufbekommen. Ja, ach, nein. Sag bloß. Laubschattenmeister. Wir konnten auf der Stirn von Exemplar Nummer 87 etwas glänzen sehen. Ein Stück Meisterfleisch hatte sich gebildet. Wir hatten die Arbeit am Laubschattenmeister abgeschlossen. Das Meisterfleisch ist die mysteriöse Quelle der Kraft des Meisters. Unsere Absicht ist es, diese Macht zu kontrollieren und als Waffe zu gebrauchen. Aber was ist nun diese blaugrüne Geschwulz, die gleichzeitig mit dem Meisterfleisch entstanden ist. Sie ist im Vergleich zu den anderen Körperteilen sehr weich. Sie tritt immer dann hervor, wenn der Meister seine Kraft einsetzt, ist also wahrscheinlich mit dem Meisterfleisch verbunden. Handelt es sich dabei um ein Organ, das die Kraft steigert? Wir haben noch viel zu erforschen und ich freue mich auf die nächsten Ergebnisse. Okay. Laubschattendorn. Wir haben den Auftrag erhalten, die Dornen komplett aus dem Turm zu entfernen. Die Dornen dieser Rose sind aber keine Stacheln, wie man sie im Garten findet. Sie sind so hartnäckig, dass nur Schwerter helfen. Denkt aber daran, dass der Stängel mit den Blüten, auch Mutterpflanze genannt, ein Kapitel für sich ist. Dieser Teil ist von Aufbau her weitaus flexibler als die sie umgebenden Dornen. Wenn ihr die Mutterpflanze einige Male mit der Klinge trefft, geht sie ein. Die Mutterpflanze ist der wichtigste Teil. Allerdings hat sie auch ein sehr feines Gefühl dafür, wann sie bedroht wird. Wenn ihr jemandem zu nahe kommt oder sie spürt, dass ihre Rosen berührt werden, verschwindet die Mutterpflanze unter der Erde. Ihr müsst sie irgendwie zu fassen bekommen und festhalten. Geht bei diesem riskanten Unterfangen vorsichtig vor. Ja, wir hätten da diese Blume. An der kann ich zwar ziehen, aber sie wird abhauen. Das ist aber auch im Prinzip genau das, was wir machen wollten. Wir wollen, dass sie abhaut. Zwar werde ich dadurch erstmal nicht auf einmal das Rätsel hier lösen, aber... Ja, die Kette ist hier, Aaron, ich weiß. Ist sehr nett von dir, mich darauf nochmal hinzuweisen. So, ist eigentlich ganz einfach. Jetzt ist die Rose nämlich gefesselt und kann nirgendwo mehr hin. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach hinkommen und sie vernichten. Ein bisschen aufladen.
Doch, nee, doch, nein. Und dadurch verschwinden dann überall die Rosen, die sie im Prinzip, ich sag mal, hat sprießen lassen. So. Hier muss ich auch ziehen, bis die Tür offen ist. Dann können wir hier rein. Diese Räume werden wir oft sehen. Eine riesige Kette ist im Boden verankert, wenn man sie nur sprengen könnte. Ja. Wir hauen da ein bisschen drauf. Dadurch löst sich die Siegelkette. Und der Weg zum ersten Meister ist direkt sogar frei. Ja. Ich habe jetzt natürlich schon wieder über eine halbe Stunde aufgenommen. Weil ich jetzt auch nicht einfach so einen random Punkt als Ende nehmen wollte. Das kann mir jetzt vorhalten, wie man möchte. Ah, jetzt habe ich die Kette an der Biene befestigt. War ja auch sehr geschickt. Ah, nein, nicht schon wieder. So. Bei dem Tierchen solltet ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt im Prinzip den Kopf abgerissen. Denn es vergiftet mich mal gerne, wie ihr seht. Meine Verteidigung ist jetzt ein bisschen geschrumpft. Ist nicht ganz so schön. Sollte aber kein Problem sein. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ich weiß, ist gemein, aber... ich habe keine Zeit mehr. Ich mache ja schon hier fast eine halbe Stunde und das wird schon manchen Leuten eh nicht gefallen. Beim nächsten Mal gibt es dann den Meister. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.